An dieser Stelle herzlich willkommen bei Spielrausch und bei Far Cry Primal, Leute. Gewaltige Tiere! Ups. Ein kleines Mammut? Wo siehst du ein kleines Mammut? Was? Oh, verdammt! Oh mein Gott! Wo ist es?
Ich habe Hunger, ich muss was haben. Ah, da ist es. Oh mein Gott. Hab ich's? Junge. Das arme Tier. Aber was wollte man da zu der Zeit machen, ne? Leute, ich habe lange überlegt, ob ich das Spiel spielen werde. Und es ist einfach toll. No! Nein! Alter! Ja, gut, wir heilen uns. Ich würde gerne wissen, ob ich mich selber auch sehen kann. Deswegen muss ich gerade mal auf jeden Knopf drücken, den ich hier habe. Das war ein Stein, okay. Okay, hier ist noch gar nichts. Wir sind komplett am Anfang dieses Spiels. Ich sehe da hinten was aufblitzen. Und wir werden das einfach mal machen. Ich spiele hier wieder meinen Controller, Leute. Mal sehen, ob ich das morgen ändere. Vielleicht ist es von Vorteil. Ne? Gucken wir einfach mal, wie es klappt. Und ansonsten machen wir das. Versuchen wir das einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen vor allen Dingen. Ja, liken. Spiel bewerten. Das würde mich freuen, Freunde. So, was sammle ich denn da die ganze Zeit? Hartholz. Okay, wir sammeln mal fleißig weiter. Was zu sammeln geht, ohne Werkzeuge, so wie wir es sehen. Ich glaube, die Sachen sind wichtig, die wir gerade einsammeln. Okay. Stelle einen Bogen her. Drücke das, um was zu öffnen. Die Crafting-Menü natürlich. Okay, wir haben gesammelt, instinktiv natürlich, und können jetzt auch was herstellen. Okay, so gehe ich da. Ah, sehr gut.
einem Bogen, ja. Schaden 3, Genauigkeit 6, Feuerrate 5, schnelle Feuerrate. Ist ein Upgrade. Um das zu machen, brauchen wir Tarkas-Höhle einmal. Ein sechs Südsteine, Südsteinstaub, achtmal. Gut. Was haben wir sonst noch? Man sagt mir jetzt nicht, was ich brauche dafür, oder? Wenn ich das haben wollte. Ein Köcher. Nein, das steht da nicht bei. Wir gehen mal auf Fähigkeiten. Wir sind ganz am Anfang gelernt. Wir haben das gelernt. Primitive Takedowns. Aha. Aha, okay. Naja, lass uns mal... Was wird bei fast allen Tieren gefunden? Stelle einfache Heilmittel im Nahrungsmittel her, alle deine gezähmten Bestien und stelle... Man kann Bestien haben, übrigens. Ja, na, hier steht alles, da kann man alles nachlesen. Sehr interessant, Leute. Ja, ja gut, das haben wir ja gerade mit dem Mammut schon erledigt gehabt. Wir lassen uns mal ein bisschen drauf ein. Auf uns wirken vor allen Dingen. Es wird erstmal der Bogen gespannt, um damit effektiv jagen zu können. Abwehr. Partie hat draußen. Okay, da bekommen wir unseren ersten Hinweis, um effektiv jagen zu können. Nähere dich langsam der Beute und drücke B. Halte rechten Stick für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Gehe nicht zu nahe heran. Einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Okay. We want that fuck we are. Aha. Salkamaga. Das ist der Jägersblick. Aber nicht nur Tiere können wir so besser sehen, sondern auch die ganzen anderen Sachen. Und ich kann es nicht nochmal drücken. Warum weiß ich nicht? Vielleicht kommt das noch. Gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe mir gedacht, ich gehe mal Richtung Norden. Da wir ja gerade erst einen Bogen gebaut haben, müssen wir natürlich auch erstmal wieder sammeln. Ich versuche jetzt mal nicht mehr in der Wir-Form zu sprechen, sondern in der Ich-Form. Ich hätte nämlich gerne noch einen Hammer oder so. Da, Leute. Volltreffer. Okay, lassen wir uns schön Zeit damit. Ihr wisst ja, wir stehen in der Nahrungskette hier nicht ganz oben. Noch nicht. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Ich habe in der Grafik noch nichts verändert. Da muss ich erst noch reingucken. Das Spiel fing so schnell an, da konnte ich nichts machen. Fleisch 3, Ziegenfell, Tierfett, Knochen, Tierhaut. Noch was? Das war's? Okay. Wie gut das ist. Da hinten scheint eine Höhle zu sein. Lass uns da mal gucken gehen. Ich bin sowas von gespannt, was auf uns noch alles zukommt. Hier können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Nummer 2. Na, seht ihr? Wenn man es nicht nah genug rankommen lässt, dann
sind die nur verletzt, aber ich glaube, XP habe ich bekommen. Das heißt, es ist unterwegs gestorben. Okay. Gehen wir erstmal zum toten Tier hin. Das, was wir hier haben. Und nehmen uns deren an, was wir rausbekommen werden. Und nun versuchen wir, das andere mal wieder aufzuspüren, was wir verwundet haben. Was aber dann, denke ich, an seinen Wunden gestorben ist. Hier sehen wir die Blutspur. Ganz deutlich. Wir sammeln auch wieder ein bisschen Schiefer auf. Es muss hier in der Nähe sein. Ich glaube, da liegt es. Oder es ist ein Felsen. Leute, was für eine unheimliche Welt. Ja. Die Blutspur endet hier. Mein Pfeil ist hier. Es ist mir echt entkommen, ne? Ziegen, 2 von 3. Ach so, ich muss 2 von 3 Ziegen erledigen. Ja, es ist leider nicht gestorben an der Verletzung. Was ja eigentlich hätte sein müssen. Aber vielleicht kommt das noch. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Okay. Ich denke mal, weil es der Anfang ist, hat das nicht funktioniert. Wir machen einfach weiter. Und gehen jetzt einfach mal nach vorne und nicht nach hinten. Hier ist bestimmt die Karte zu Ende, ganz am Anfang des Abenteuers. Bin gespannt, was man noch alles machen kann. Okay, wir gehen hier rechts lang. Die Bäume knarren im Wind. Halt, stopp. Da sind ganz viele Tiere, guck mal. Oh. Okay, ich habe schon gesehen, Motion Blur ist an. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das werden wir auch ausstellen. Was? Habt ihr das Verschwommene gesehen? Was? Ah, seht ihr doch. Es klappt nämlich doch, dass das Tier an seinen Verletzungen erlegt. Erliegt, sorry. So, damit haben wir 3 von 3 Ziegen. Wie bitte? Was? Alter, ich hab doch einen Tiger gehört. Okay.
Okay, wir kriegen ganz klar gezeigt, wo wir her müssen. Aber hier geht es anscheinend nicht hoch. Hier ist eine Höhle. Ich hoffe, ich habe genug Inventar. Bin ich in einer Falle geraten? Okay, dann gucken wir mal schnell nach. Unter Handwerk. Wir brauchen bestimmt die nächste Waffe. Kriegen wir aber nicht. Wir haben wieder was gelernt. Beutetasche. Hilfe. Finde einen Unterstoff unter einfacher und entfache ein Lagerfeuer. Okay, Leute. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Lagerfeuer. Wie macht man ein Lagerfeuer? Wegpunkt Interface an, aus. Also ich bin an der richtigen Stelle, oder? Hier ist irgendwas. Okay, das war einfach. Ich hab gedacht, ich müsste das jetzt craften. Ich vergesse ganz, dass ich ja nicht in einem richtigen Survival-Spiel bin, oder? Es ist ein Survival-Action-Spiel. Schwachsinn, oder? Okay, man muss nicht in jedem Survival-Spiel vielleicht ein Lagerfeuer craften. Das mag sein. Okay, da wir uns jetzt einen Unterschlupf besorgt haben und ein Lagerfeuer, wo es schön warm und mollig ist, sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Far Cry Primal. Okay? Ich denke, da bleiben wir erstmal bei auch. Unter anderen Spielen, die noch so mitkommen. Wie Conan und so. Gemacht von Winja. Okay, Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.